Vor allem nicht, dass, wie gesagt, vor allem nicht, dass es in Elite Shiny ist. Holy shit. Es ist so crazy. Oh mein Gott. Und natürlich, wenn ich einen Shiny höre oder halt sehe, dann möchte ich es fangen. Jetzt stell dir mal vor, da unten das Parasect, das Elite Parasect, das wir noch nicht fangen können, wäre Shiny gewesen. Ouch! Ah! Ein Shiny, das man nicht fangen kann. Ich weiß nicht, ob man das Parasect theoretisch in einem Kampf dann fangen hätte können. Da bin ich mir nicht sicher. Aber es wäre halt unfassbar schwierig gewesen, es überhaupt mal zu besiegen. Uff, uff, uff. Ja, das war... okay, damit habe ich nicht gerechnet. So, erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Das war ja crazy. Ja. Was wir aber vergessen haben. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir heilen mal kurz unsere ganzen Pokémon. Das machen wir mal ganz kurz. Dann sind ja einige, mussten ja leider besiegt oder wurden ja besiegt. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Sollen wir Bidifas ins Team nehmen? Komm, das nehmen wir doch mit ins Team. Jetzt erstmal halt bei dem Kerl. Warum denn nicht? Das wird es nicht auf Dauer ein Teammitglied bleiben, aber ist es normal Wasser? Also wir haben dann nochmal ein Wasser-Pokémon mit dem Team. Und dann tauschen wir einfach unser Bidizar aus. Und damit haben wir unser erstes Shiny im Team. Hammer. Ja. Kling. Ist das geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber was ich jetzt natürlich mache, nochmal speichern, wenn ihr es dann gefangen habt. Ganz wichtig. Speichern nochmal. Und hättet ihr es besiegt oder hättet ihr, wären eure Bälle ausgegangen oder so weiter, könnt ihr dann einfach das ganze Spiel beenden, wenn ihr davor gespeichert habt, vor dem Shiny und nochmal neu. Wie gesagt, deswegen automatisches Speichern ausmachen. Weil ansonsten, wenn ihr es besiegt, speichert das Spiel automatisch und dann ist es vorbei. Dann ist das Shiny auch wirklich weg. Und ganz ehrlich, Shinies sind so selten. Es gibt ja überhaupt gar keine Garantie drauf. Also auch nicht, wenn ihr einen Shadowpin habt oder wenn ihr ungefähr Outbreaks macht oder so. Die Chance ist später dann irgendwann mal ganz gering. Aber ihr habt nie eine Garantie. Es ist immer nur eine Chance. Also die normale Chance von Shinies liegt bei 1 zu 4096. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nach 4096 normale Pokémon garantiert einen Shiny trifft. Nein, eure Chance, es ist nur eine Chance. Das heißt also, es kann sein, dass ihr 20.000, dass ihr 100.000 Pokémon begegnet und immer noch kein Shiny auftaucht. Und deswegen ist das Thema mit den Shinies auch so tricky. Ich fände es besser, wenn die Shiny-Chance bei 4096 liegen würde, also so wie sie aktuell ist, aber nach 4096, also spätestens nach 4096 begegneten Pokémon, taucht dann auch garantiert ein Shiny auf. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn man in den älteren Pokémon-Spielen, Smaragd oder Diamant oder so, irgendwelche legendären Pokémon resettet, dann würde spätestens nach 4096 Resets auch ein Shiny, also ein legendäres Shiny, auftauchen. Dialga, Rayquaza oder was auch immer ihr haben wollt. Das ist aber nicht so. Kann sein, dass ihr da, kann sein, dass ihr 10 Mal resettet und es kommt als Shiny. Kann sein, dass ihr es 4096 Mal macht. Es kann aber sein, dass ihr es 10.000, 20.000, 50.000 Mal macht. Wie auch immer. Es kann sein, dass es nie auftaucht. Kann sein, dass ihr theoretisch gesehen euer 80 Jahre lang, also 80 Jahre von eurem Leben verschwendet, jeden Tag das Spiel 12 oder 15 Stunden lang spielt und das Pokémon nie als Shiny auftaucht. Und das ist das Problem mit der Shiny-Chance. Es ist nur eine Chance, es gibt aber keinerlei Garantien. Jetzt habe ich nur Lilo falsch geworfen, ich wollte es eigentlich fangen. Egal, ich besiege es einfach. Das ist egal. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn... Ich meine, mittlerweile ist es ja schon relativ einfach, Shinies zu finden. Also, Legenden Arceus mit den Outbreaks ist es einfach und in Kamisin und Purpur ist es auch sehr einfach, an Shinies zu kommen. Von daher, das ist dann schon machbar. Aber... die ganzen legendären Pokémon sind ja mittlerweile alle Shiny-locked.
Das heißt, man kann die ganzen legendären Pokémon in den neueren Spielen gar nicht mehr als Shiny fangen. Deswegen, man kriegt halt alle anderen wilden Pokémon, aber die legendären gar nicht mehr. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das macht das Spiel ja auch irgendwie kaputt. Weil im Grunde genommen machen die Entwickler das nur... Also Shiny Lock bedeutet, dass das nicht Shiny erscheinen kann. Es geht einfach nicht. Oder das gibt es sozusagen erstmal nicht als Shiny. Und das machen die Entwickler eigentlich nur, damit sie halt später legendäre Pokémon dann als Event Shiny raushauen können. Über irgendwie mit einer Aktion von GameStop oder sonst irgendetwas. Wo man dann diese Codes braucht oder so. So läuft das meistens. Und dann bekommt man die quasi nur so. Und ich spreche für alle Pokémon-Fans und sage, es wäre eigentlich gut, wenn man legendäre Pokémon wieder in jeder Edition auch Shiny handeln kann. Und dann wäre es wahrscheinlich sogar sehr geil, wenn man dann die garantierten Chancen hat. Also mit 4096 Mal, spätestens dann erscheint es aber garantiert als Shiny. Ich glaube, dann würde das Cheater-Problem und so in Pokémon auch ein bisschen lösen. Weil dann hätte man ja die Garantie, dass man nicht seine ganze Lebenszeit für ein blödes Shiny verschwendet. Und es dann trotzdem nicht auftaucht. Und dann hat man ja wenigstens die Garantie, alles klar, wenn ich 4096 Mal resette, das bedeutet also ungefähr, keine Ahnung, 30, 40 Spielstunden oder sowas investiere, dann habe ich es aber auch garantiert Shiny. Legal Shiny. Aber das ist nur mein Vorschlag, also wie gesagt. Bleib doch drin. Na gut. Ach, das war jetzt gerade wirklich wild. Damit hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Nice. Ah, wir haben sogar die Aufgabe, unentdeckt zu fangen. Ja, perfekt. Dann versuchen wir es gleich nochmal. Oh, das Gras glitscht so richtig schön hier durch. Ja. Wir haben das Thema Technik ja schon mal angesprochen. Reden wir nicht drüber. Sehr schön. Muss ich nur ganz kurz mal was schauen, gib mir eine Sekunde, und zwar in den Einstellungen. Jetzt, was war's? War's Soundeffekte oder war's Pokémon-Rufe? Wegen Shiny. Bin mir nicht sicher, ich mach mal beides ein bisschen höher. Musik lassen wir so niedrig. Aber ich lass mal beides. Wurde es auch gespeichert? Ja. Damit man das Shiny-Geräusch auch hört. Weil man kann es theoretisch auch ausschalten, dann hört man gar nichts. So wie in den anderen. Ach, da, warte mal, das ist doch der Pilz, gell? Ja, da haben wir einen Pilz. Man kann das theoretisch auch ausschalten, aber das ist das einzige Pokémon-Spiel, das den Shiny-Sound hat. Und ich glaube, Legenden ZBSA soll das auch bekommen, den Shiny-Sound. Der soll ja wieder zurückkehren. Hab ich schon gehört. Ich hoffe natürlich, dass die Technik in ZBSA dann deutlich besser wird. Und dass es hoffentlich dann vielleicht die Switch 2 rauskommt. Vielleicht können wir das dann auf der Switch 2 zocken. Mit deutlich besserer Technik. Wollen wir es mal hoffen. Schön. Kriegen wir bestimmt auch so hin.
Ja. Und immer ganz genau hinhören. Shiny Sound. Wenn man den hört, dann ist irgendwo ein Shiny da. Man muss es nicht mal sehen. Also es kann auch irgendwo ganz da hinten dann sein. Vorsicht. Hoffentlich ist er nicht vom Level zu hoch. Treffer. Oh oh. Das hatte ich mir gedacht. Und gleich nochmal. Und wir haben ihn. Schön. Aber auch wenn die Technik so mies ist, ist es trotzdem... Ich finde die Art dieses Pokémon-Spiels einfach nice. Einfach mal was anderes. Und vor allem, dass es keine zwei Versionen gibt, dass man nicht tauschen muss. Man kann tauschen, man muss aber nicht... Ah, der pennt jetzt gerade. Perfekt. Können wir den fangen. Ich hoffe halt, wie gesagt, nur, dass es dann mit dem nächsten Teil eine deutlich bessere Technik gibt. Na, oh, es hat sich gerade gedreht. Oh, wir haben es trotzdem bekommen. Nice. Oh, der pennt es auch. Schön. Was haben wir denn da? Ach so, Stimmt, ja, man konnte ja von anderen Spielern die Tasche finden und die Items dann zurückbringen oder so. Hat dann dafür was, glaube ich, bekommen oder so. Stimmt. Okay. Erwischt. Der Wurmfell ist zwar abgehauen, aber egal. Nice. Wo haben wir es denn? Ach, hier. 246 Punkte haben wir da. Mittlerweile, okay. Dann noch. Ja, einfach weiterfangen. Das passt schon. Oh. Ah. Ein bisschen zu knapp. Dann crafte ich mal neue Bälle. Na komm, ja, wollte gerade sagen, dreh dich um. Oh, es hat sich genau im gleichen Moment nochmal umgedreht. Aber immer ist trotzdem. Hm.
Oh, das pennt. Warte. Das fangen wir mit links. Am besten noch einen Rücken rein, dann haben wir noch eine höhere Chance. So. Schön. Ja, ich finde auch, und auch diese Aufgaben machen Spaß, finde ich. Also einfach, dass man nicht nur ein Pokémon fangen muss und damit ist der Pokédex dann erledigt, sondern dass man einfach mehrere Sachen machen muss. Auch das finde ich einfach cool. Macht Spaß, finde ich, das, den zu vervollständigen. Klar, manche Aufgaben sind auch nervig, gebe ich auch zu, aber im Großen und Ganzen, es sind ja auch nichts Spezielles. Meistens ist es Fangen, unentdeckt Fangen und Bekämpfen und dann noch Attacken einsetzen oder so. Ich würde aber sagen, bevor wir mit der Mission jetzt hier weitermachen, geben wir unser Forschungsding nochmal ab und holen uns den nächsten Rang. Denn dann können wir auch unsere Pokémon, ich weiß gar nicht, auf welchem Level sind die mittlerweile, sind hart an der Grenze. Und wir dürfen ja gerade aktuell nur bis Level 20 leveln. Danach gehorchen sie nicht mehr. Also es könnte knapp werden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir noch gegen irgendeinen anderen Trainer jetzt kämpfen müssen vor Axanthor. Deswegen, vielleicht erhöhen wir noch einmal, dann bekommen wir wahrscheinlich 30. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich denke mal, wir sind fertig mit Haspio, aber... Oh, hey. Und weg ist es. Na gut. Ich wollte wissen, was es macht, wenn es mich entdeckt, aber... Im Grunde blöd schauen und abhauen. Ah, ganz knapp. Ich wollte mich genau, wenn sie es umdreht, wollte ich es erwischen. Dann halt so. Oh, das ist ein Luxio. Bitte dreh dich jetzt nicht einfach direkt komplett um, danke. Schöner Treffer, ich kann mich nur leider nur verstecken. Geh mal da. Dürfte mich nicht sehen. Es hat mich gesehen. Ich weiß zwar nicht wie, aber... was nehmen wir denn da? Ich glaube, da nehme ich mein eigenes. Ja, greif an. Schön. Wer kommt mit? Hier, ein Ball. Und dann kämpfen wir nochmal die Runde. Ja genau, Shinax haben wir erledigt, das ist, müssen wir nichts mehr machen. Halt. War schon richtig. Ach, oh Gott, ich habe gerade den Shiny-Sound gehört und dachte mir so, das ist wieder irgendwo ein Shiny, aber nein, das war nur mein Biddy. Oh Gott! Oh mein Gott, ich bin gerade so erschrocken. Das war nur das hier. Komm. Das geht gerade nicht, weil ich... Ja, ich werde angegriffen, sorry. Geh mal ein Stück weg. Ich mach's mal nochmal an den Baum, weil das war's nämlich. Hört mal zu. Ja, das war's. Also auch, wenn man das an... Das ist, ja, passt. Alles gut. Das ist nur ein schneller und leiserer Sound. Oh Gott, ich bin gerade so erschrocken. Ich dachte, da taucht gleich noch eins auf. Na gut, dann würde ich doch mal sagen, geben wir unsere Forschung ab. Wir müssen aber wahrscheinlich nochmal zurück dann nach Jubeldorf, um unseren nächsten Rang zu erhalten. Und dann geht's weiter mit der Hauptstory. Denn wir haben jetzt einiges nochmal erreicht.
Jetzt haben wir hier nur ein paar Abriegel. Kokos noch, weil die brauchen wir echt dringend. Vielleicht taucht... Au, oh, genau, wollte ich gerade sagen. Hier vielleicht tauchen noch mal ein paar neue Pokémon auf. Wartribi. Schöner Treffer. Hat aber keinen Bock drin zu bleiben. Schnell. Schön, das haben wir. Komm, dreh dich noch mal. Sind aber alle männlich, die entwickeln sich, glaube ich, nicht. Wenn ich mich recht erinnere, da entwickeln sich nur die weiblichen Markibi. Ah, stimmt, hier hinten gibt es das Sichlur. Stimmt. Das, da will ich auf jeden Fall mal eins haben. Schöner Treffer. Und wir haben's. Yes. Oh, da ist gerade eins gespawnt, ein neues. Als wir auf das andere werfen wollten. Wow. Haben wir beide. Sehr schön. Lull. Na gut. Dann gehen wir kurz nochmal zurück. Wir gehen aber ganz zum Anfang. Denn wir haben ja dort noch eine Nebenaufgabe, die wir eh noch abgeben müssen. So, das heißt... halt nicht mit dem sprechen, sondern mit dem hier war es, glaube ich. Ganz genau. Ich glaube, ich habe den Zähpelzer gerade gefunden. Oh, was für ein hervorragender Zähpilz. Ich wusste es einfach. Du hast einen Sinn fürs Pilzesammeln. Zähpilze vermehren sich übrigens rasant schnell und man findet sie einfach überall im Grasland. Egal, ob du sie brätst oder kochst, sie schmecken immer vorzüglich. Oh Gott, ich kriege jetzt gerade Kotzen. Na dann, pass gut auf, ich erkläre dir alles weitere an der Werkbank dort drüben. Ja, ich hasse Pilze. Und fertig, so macht man einen Pilzköder, der bei Pokémon unglaublich beliebt ist. Der Köder ist ganz leicht zu benutzen, schau in die Richtung eines Pokémon und wirf ihn einfach. Er zieht die Aufmerksamkeit von Pokémon auf sich, die Pilze mögen. Ob du dann die günstige Gelegenheit zum Fliehen oder zum Fangen nutzt, liegt ganz bei dir. Ich gebe dir 5 Portionen Köderteig, also keine falsche Scheu, und ran an die Pilzköder. Ja, 5 Portionen Köderteig erhalten.
Locke viele Pokémon mit meinen Pilzködern an und trage die Anleitung in die Welt hinaus. Und damit haben wir neben Mission 6 Pilzköder-Reklame abgeschlossen. Und wir erhalten natürlich die Anleitung. Schön. Und dann geben wir mal unseren Forschungsbericht ab. Ja, sieht doch gut aus. Gibt nochmal 5300. Schön. Ja, aktualisier bitte. So, na, shit, wir haben Haspio doch noch nicht abgeschlossen. Eins fehlt noch. 9 von 10 haben wir nur. Schade. Okay. Alles klar, müssen wir uns merken, dass wir nochmal da eine Aufgabe machen müssen. Was für tolle Ergebnisse. Dadurch wird sicher dein Mitgliedsrang steigen, ganz genau. Ja, wir sollten das berichten und das machen wir auch. Wir gehen ins Dorf zurück. Das müssen wir leider im Dorf machen, das berichten. Aber es lohnt sich, denn dann haben wir ein höheres Level Cap. Und wir können unsere Tasche nochmal ein, zweimal vielleicht upgraden. Für mehr Platz. Das ist auch ganz wichtig. Ja, erweitere mal die Tasche, genau. 2500. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt erhöht. Wahrscheinlich auf 5000, oder? 3. Okay. Das können wir auch noch leisten. Vielleicht noch einmal, aber dann haben wir wahrscheinlich nicht mehr genug Geld. Vier. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich würde es euch wirklich dringend empfehlen. Ihr findet so viele unterschiedliche Items und ihr braucht vieles davon eigentlich auch. Gerade für die ganzen verschiedenen Pokebälle, die es dann gibt, die man herstellen kann. Man braucht so viele Pokebälle. Oh Gott, braucht man viele Pokebälle. Gerade wenn man halt, also, wenn man das Spiel nur durchspielen will, vielleicht nicht. Aber wenn man halt 100% den Pokédex vervollständigen möchte und vielleicht dann auch noch Shinies hunten möchte, dann schon. Okay. Was kostet das nächste Upgrade? 5? Ja, okay, die haben wir nicht mehr. Alles klar. Na gut, dann Upgrades erledigt. Unsere Pokémon-Forschung würde stillstehen, solltest du außer Gefecht gesetzt werden. Das möchte ich vermeiden und du willst sicher auch weiterhin Unterkunft und Verpflegung bereitgestellt bekommen. Lass mich deinen Pokédex sehen. Mhm. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Neuer Mitgliedsrang. 2 Sterne. Du bist nun offiziell ein 2-Sterne-Mitglied der Galactic-Expedition. Du kannst nun Federbälle einsetzen und herstellen wahrscheinlich. Ab sofort werden dir Pokémon bis Level 30 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsergebnisse oder Berichte nun größer aus. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Genau, Anleitungen für Federbälle. Azurglasstein. Und Anleitung für Supertränke. Stängel Ätherkraut und einen normalen Trank. Du musst den Pokédex weiter vervollständigen, wenn du im Rang aufsteigen möchtest. Ja, das machen wir. Genau deswegen war das Upgrade auch so wichtig. Die Level 30 vor allem. Die Bälle auch bestimmt nützlich. Ich muss mal gucken, was die genau können. Schauen wir auch ganz kurz. Ah ja, genau. Die Federbälle fliegen schnell und gerade. Also, damit kann man, glaube ich, auch relativ weit werfen. Deswegen lohnen sich die eigentlich auch, gerade wenn man leise Pokémon oder so, also unentdeckt halt, fangen möchte.
die auch vielleicht ein bisschen weiter weg sind. Die sind sehr, sehr stark, die Bälle. Und wichtig, aber Level 30 ist es gerade wichtiger. Gut, dann machen wir weiter. Und übrigens, nur nochmal zur Erinnerung für alle. Wenn ihr in ein Gebiet geht, also jetzt hier über die Karte, wir gehen jetzt in ein Gebiet. Hier in das Obsidian-Grasland. Wir gehen jetzt zu irgendeinem Spawn, ist vollkommen egal. Und genau jetzt steht fest, ob oder ob kein Shiny hier auf dieser ganzen Ebene irgendwo erschienen ist. Also, es ist jetzt fix, ob hier ein Shiny ist oder nicht. Also, es kann sein, es kann nicht sein, aber es wird jetzt, wenn man quasi die Ebene betritt, wird das quasi festgelegt. Also nicht, wenn man quasi, also in Kamisin und Popo ist es so, dass die Pokémon um einen herum erscheinen. Also so quasi in 20, 25 Meter Umkreis und dann werden die direkt generiert und dann entscheidet sich, ist es ein Shiny oder ist es keins. Hier in Legenden Arceus nicht. Wenn ihr hier eine Ebene betretet, so wie ich jetzt, dann ist schon quasi festgelegt, ob es hier irgendwo ein Shiny gibt oder nicht. Und das bedeutet, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr kein Shiny verpasst, wie gesagt, automatisches Speichern und Ausschalten. Und wenn ihr wenn ihr kein Outbreak oder sowas macht, also keine Massenbegegnung, sondern einfach nur ganz normal spielt, so wie ich jetzt aktuell, dann speichert einmal manuell ab, wenn ihr diese Ebene betreten habt. Denn sollte ihr ein Shiny gefunden haben und das besiegt, könnt ihr am Schluss einfach hier wieder zurückkehren. Es ist immer noch da, weil es von Anfang an quasi festgelegt ist, ob jetzt irgendwo ein Shiny ist oder nicht. Also das wird quasi beim Betreten, werden Shinies oder nicht Shinies generiert und nicht, wenn ihr zu einem Pokémon hinlauft und es auftaucht. Also nicht erst, wenn die hier aufploppen, sondern die sind schon festgelegt jetzt. Ihr wisst halt nur noch nicht, ob es ein Shiny da ist oder nicht, aber und das ändert sich nur, wenn ihr quasi wieder nach Jubeldorf zurückkehrt und dann wieder erneut in irgendein Gebiet geht. Dann ändert sich das natürlich. Aber so lange, wie ihr in der Ebene bleibt, bleiben auch die Shinies dann bestehen. Also außer ihr besiegt sie natürlich. Ganz wichtiger und großer Unterschied. Ja, ich habe jetzt übrigens mein Shiny ausgetauscht, weil ich habe gerade schon wieder einen halben Schock bekommen, als ich es geworfen habe und den Shiny-Sound gehört habe. Ich kriege dann einen halben Herzinfarkt, weil ich immer denke, oh Gott, da kommt noch eins. Aber nein. Es war nur wieder meins. Der Sound ist normalerweise auch dann zu leise. Aber, oh Gott, kriegt man jetzt mal einen halben Herzinfarkt, wenn man das hört. Deswegen benutze ich jetzt kein Shiny mehr. Beim Sammeln von Material. Echt mal gespannt, wie viele Shinies wir am Ende von unserem Live-Let's Play haben werden, ohne dass wir explizit danach gesucht haben. Also ohne Massenbegegnungen, ohne Outbreaks, einfach nur durch das normale quasi Durchspielen der Kampagne und Vervollständigen vom Pokédex. Ich bin echt gespannt. Ah, warte mal. Da taucht doch bestimmt ein Kleinstein auf. Dann können wir das doch kurz besiegen. Wir haben doch jetzt ein Wasser-Pokémon.
Hm, komm ich nicht hoch, egal. Nicht so wichtig. Ja, auf dem Weg zur Mission auf jeden Fall noch ein paar Materialien sammeln. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt. Man braucht... Oh, Pikachu, das will ich haben. Man braucht massenweise Materialien. Vor allem wir in unserem Live-Let's Play werden das brauchen. Deswegen... Na gut, dann kämpfen wir. Ich habe nur Level 9, also Vorsicht ein bisschen. Nimm mal die Tempotechnik. Und leicht. Und nur Rumpfprofil. Das ist nicht ganz so stark. Töten wir es vielleicht nicht mit einer Attacke. Ja, wir machen mal nochmal. Dann dürfen wir nur noch ganz wenig KP haben. Dann könnten wir es super fangen. Oh, ja. Perfekt. So, wechseln und Pokéball. Schön. Sind wir da eigentlich schon durch? Ja, sind wir. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit an Zero-Preise vorbeilaufe und wir haben aber die 10 Forschungslevel noch gar nicht. Und ich glaube, in wackelnden Bäumen versteckt sich auch ein Pokémon. Genauso wie in wackelnden Felsen. Nur dann ist es zum Glück mal kein Kleinstein mehr. Schön. Der pennt jetzt ein. Da jetzt nicht ausweichen, weil dann wachen die auf. Ihr könnt aber drumrum schleichen. Auch wenn euch irgendwas anderes entdeckt hat. So. Dann kämpfen wir. Und noch eine Eisattacke.
Und dieses Mal ist das Elite Bidifast nicht shiny. Will aber versuchen, jetzt trotzdem nochmal zu bekämpfen, weil es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Wir müssen jetzt halt einmal nur überraschen. Und dann mit Elektro schön rein. So. Überrumpelt haben wir es, überrascht, wie auch immer. Und jetzt schauen wir uns mal die genau Angriffsreihenfolge. Einmal ich und dann zweimal Bidifast. Das heißt, wir hauen richtig schön mit Donnerzahn rein. Oh nein, jetzt geht die Attacke daneben. Oh. Genau, einmal wurde es überrumpelt und nochmal überrumpelt, kann zweimal nicht angreifen. Sehr schön. Immerhin rein. Oh, ein Treffer, nice. Ja, ordentlich Erfahrungspunkte. Nicht vergessen, wir brauchen noch ein Husky-Ohr. Die hüpfen hier doch rum. Das war aber ein Enton. Aber nehme ich auch gern mit, brauchen wir auch noch. Hör auf, dich immer so umzudrehen. So. Ich wollte gerade sagen, der will doch bestimmt kämpfen. Dann kämpfen wir. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja zu fangen. Oh Gott, Level 8 nur. Ich kann im Tempo ruckzuck versuchen, aber wahrscheinlich werde ich es trotzdem besiegen. Ah, nee, doch nicht. Okay. Ja, dann perfekt. Jetzt einen normalen ruckzuck schön und noch einen Ball hinterher. Was? Hat sich befreit? Ah, noch ein Ruckzuck, weiß ich nicht. Versuchen wir noch einen Ball. Weiß ich jetzt nicht, ob das gelingt. Okay, jetzt kriegt nochmal einen Ruckzuck-Hieb. Alles klar. Das rastet jetzt vollkommen aus. Wir machen aber nochmal eine Tempo-Version. Schön. Das muss aber reichen jetzt. Nice. Was ist da eigentlich in den Bäumen drin? Würde mich mal interessieren. Ach, ein Wartribi, okay. Jetzt finden wir keine Husky-O mehr. Hm.
Was müssen wir denn bei denen machen? Fangen. Schwere Exemplar fangen. Oder mit Attacken vom Typ Elektro besiegen. Wie viel müssen wir fangen? Wir haben jetzt 3 gefangen. Also nochmal 3 eigentlich. Und versuchen wir das. Oh, es wollte doch noch weglaufen und ich habe es dann dabei überrumpelt. Na gut, dann hier Elektro. Ah, Haspio. Wir müssen mehr als eins noch fangen. Oder? Wir müssen noch eins jetzt fangen. Eins noch unentdeckt, dann hätten wir es. Ist aber nicht unentdeckt, oder? Warte, warte. Nee. Shit. Was ist mit dem? Ich glaube nicht, dass es als unentdeckt zählt, wenn es so weghüpft. Das hat gezählt. Ja, damit haben wir es. Ja, und jetzt kümmern wir uns auf jeden Fall um die Story. Aber ich gebe auch ehrlich zu, ich weiß es tatsächlich mal kurz froh, dass ich nicht mehr so viel vorlesen muss, weil meine Stimme ist jetzt schon richtig am Arsch. Ich habe ein richtiges Kratzen im Hals schon von 3,5 oder 4 Stunden fast durchgehend irgendwas vorlesen, weil das Spiel ja nicht voll vertont ist. Also gar nicht vertont eigentlich. Ja. Wird irgendwann schon anstrengend. Ich bin Topin, Mitglied des Perlclans und Wächter von Axanthor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das, ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sino erfüllt haben. Komm schon. Du scheinst da wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in die Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Zeig mir, was du kannst. Dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Viscora.
Na gut. Wer meint? Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanto lassen kann. Es würde dich im Nullkomma nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergabe darbringt. Aber momentan komme ich nicht einmal ich als sein treuer Wächter nahe genug an Axanto heran, um sie ihm zu geben. Ein Außenseiter wie du hätte erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Sino gewährte den Vorfahren von Axanthor, Damithir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perl-Clan heute nicht in Hisui leben. Perla? Axanthor ist also noch stärker geworden? Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sino geschickt wurde, das der Diamant-Clan verehrt? Für den Perl-Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galactic-Expedition kommen. Hey, Fremder aus dem Himmel! Bist du dir sicher, dass die Galactic-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Ja, klar. Na schön. Topin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Doch kenne jeden einzelnen Winkel in Hisui, wenn es sein muss. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendetwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Oh wow. Das, was ich schon jetzt vor 2 Stunden benutzt habe, oder einer Stunde, wird mir jetzt erklärt. Okay. Schnellreise. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke dann den X-Knopf, um eine Schnellreise zu einem Basislager oder anderen Orten durchzuführen. Beachte aber, dass diese Funktion in manchen Situationen nicht verfügbar ist. Ja, danke für die Info. Kommt ein bisschen spät, aber okay. Ah, okay, jetzt... Oh, okay, wir müssen jetzt sowieso nochmal zurück. Ja gut, dann war das ein bisschen umsonst, dass wir vorher zurückgegangen sind, aber... Konnte ich natürlich nicht wissen. Letztes Mal, als ich es gespielt habe, ist 2 Jahre her. Das war im Release. Das ist schon lange her. Gut, wir müssen eh ganz zurück. Dann machen wir das auch. Denn ich möchte jetzt, ich weiß, wir sind eigentlich für heute durch, wir haben 0 Uhr. Aber ich möchte Axanthor auf jeden Fall noch erledigen, wenn das jetzt noch schnell geht. Das machen wir auf jeden Fall noch. Nick, hello. Wie laufen deine Untersuchungen zu Axanthor? Alles im grünen Bereich? So, seine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du? Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Leistest du mir Gesellschaft, Nick? Ja. Ja, wir haben wieder einiges gesammelt. Gib bitte ein bisschen Geld. Und wieder einige Punkte. Gehen wir noch einmal die Informationen durch.
die du von Perla und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal seine Wächter nähern kann? Bitte gebt mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Oh, that's it! Das ist es! Wir werfen sie einfach, oder genauer gesagt du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen, warum also solltest du Axanthor seine Lieblingsspeisen nicht einfach zuwerfen? Und wie genau? Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Lavenkugel nicht ein besserer Name? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Perl-Clan für uns, richtig? Du solltest jetzt zum Baumriesen-Kampffeld zurückkehren und Perl und den Perl-Clan von unseren Vorhaben in Kenntnis setzen, Nick. Wenn du zum Baumriesen-Kampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubrechen. Okay, ja gut, wir gehen dann nochmal. Hoffentlich müssen wir dann aber nicht nochmal zurück zum Dorf und dann nochmal raus. Weil das würde sich jetzt dann doch etwas länger ziehen als gedacht. Oh, den haben wir denn da? Ich muss zugeben, der Galaktik-Hauptsitz ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in lange Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu eurer Anhöhenbasis gehen oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Ah, okay, wir gehen automatisch hin, alles klar.